warum ich gerne Landwirtin bin, weil ich gerne mit Tieren arbeite, auch sehr gerne mit Kühen. Ich liebe Kühe, auch zu besamen, zu sehen, wenn dann aus den Kälbern Kühe werden, die ich gemacht habe, dann. Weil ich gerne in der Natur arbeite, auch ich bin Jägerin, deswegen bin ich sowieso gerne in der Natur, weil ich mit der Familie zusammenarbeiten kann. Das Menkel kann immer mit auf dem Hof mitkommen, im Melkstand kann er mitkommen, auf dem Trecker. Und einfach, dass man auch mit seinen Eltern zusammenarbeitet. When you call me, I'll be ready to get out of here. Pack a suitcase full of broken mirrors and then drown me. Hallo, ich bin Sarah Kollmann, 24 Jahre. Aus Wiesmar, Landwirtschaftsmeisterin und führe mit meinen Eltern und meinem Freund einen Milchviehbetrieb mit 100 Kühen und Nachzucht. Das ist Menke, der ist anderthalb. Ja, du bist Menke. Und seit einiger Zeit versuche ich auf Instagram und Co. ein bisschen durch das Zeigen von meinem Leben, das Landleben, den Verbrauchern ein bisschen näher zu bringen. Keep it jumping, get us feeling right. Ich habe mit Instagram angefangen, weil ich gemerkt habe, dass der Verbraucher sich immer mehr von uns entfernt hat. Ich bin aus reiner Überzeugung Landwirtin geworden, weil ich gerne mit Tieren arbeite und weil ich gerne in der Natur arbeite, und das möchte ich gerne auf Instagram zeigen, weil diese Transparenz lange Zeit nicht mehr so geschaffen war. Ist es zum Beispiel durch soziale Medien sehr einfach, auch den Verbraucher jeden Tag ein bisschen mitzunehmen. Ein paar kleine Videos, ein paar schöne Bilder, Texte dazu schreiben, und so kann man ohne große Führung auf dem Weg auch Öffentlichkeitsarbeit machen und damit auch schnell viele Menschen erreichen und zeigen, wie schön das Landleben ist. Mein Ziel für die Zukunft ist, dass wir diese Krise auch nutzen, um dem Verbraucher klarzumachen, wie wichtig die heimische Landwirtschaft ist, dass wir systemrelevant sind, dass wir wieder mehr in den Dialog miteinander treten, Kompromisse auch finden werden und dass die Landwirtschaft auch wieder etwas transparenter wird.